Thomas bringt die Gitarre mit und ein Barhocker, also können wir uns was einstellen. Super. Bitteschön. Also Thomas, den beeinflusst eigentlich Musiksendungen der damaligen Zeit, die ZDF-Parade zum Beispiel oder auch die Star-Parade. Ja? Da hast du gesagt, Mensch, das, was die machen, die können, das möchte ich auch mal machen. Okay. Und mit 9 Jahren lernt er Blockflöte und mit 10 Jahren bekam er Gitarrenunterricht. Wir sehen die Gitarre von damals. Nein, nicht mehr. Okay. Mit 19 kauft er sein eigenes Keyboard, sein erstes Keyboard, und im Jahre 2010 kam sein Debütalbum Liebe mich auf den Markt. Richtig. Wie hat es eingeschlagen, diese CD? Nun ja, als erstes Mal war das was ganz Besonderes, seine eigene CD irgendwo im Laden zu sehen oder auf iTunes oder auf Amazon. Und es war ein sehr großer Erfolg für einen Künstler, der als Tanzmusiker durch die Gegend fährt. Super, klasse. So, und du bist auch mit deiner Band La Tarot unterwegs auf verschiedenen Anstalten, ja? Korrekt, La Tarot, eine 5-Mann-Band mit allem drum und dran, Schlager, Oldies, Kölsch, Hits, alles was dazu gehört. Super, Thomas. Und was bietest du jetzt heute deine 2 Songs? Wie heißen die? Heute gibt es erstmal den Song Eine große Liebe. Und wie man schon merkt, bei Thomas ist die Liebe immer sehr wichtig. Und der zweite Titel heißt Ich liebe dich noch immer sehr. B-Titel nicht auf diesem Album drauf. Dann freuen wir uns, wenn er jetzt ja gleich alles eingestellt hat, auf Thomas startet. Und nichtsdestotrotz machen wir den ersten Titel, der ist ohne Gitarre. Die habe ich zwar selbst eingespielt, den Song selbst geschrieben und getextet. Und der Armin singt den Refrain mit. Ja. Dankeschön. Stark ist die Idee.